Heute Nachmittag gegen 17 Uhr kam es hier bei Speichersdorf zu einem tragischen Unfall mit einer einmotorigen Propellermaschine, bei dem zwei Männer ums Leben kamen. Der 48-jährige Pilot und sein 53-jähriger Begleiter sind kurz nach 17 Uhr hier aus bislang völlig ungeklärter Ursache mit der Propellermaschine abgestürzt. Die Notärzte konnten leider beiden nicht mehr helfen. Die Bundesanstalt für Flugunfallsicherung ist vor Ort. Die Staatsanwaltschaft, Polizei, Rettungsdienste sind am Arbeiten. Eine Obduktion soll weitere Aufschlüsse über die Todesursache geben. Die Ermittlungen laufen.